Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anno 1800. So, ich wollte mal gucken, wo bleibt unser Schiff? Ich hoffe, das ist bald da. Wir haben nämlich nicht mehr lange Zeit. Darum, ich kann jetzt auch nicht die Zeit verschnellern. Jetzt so, aber nicht schneller. Müssen gleich schon halt drauf reagieren. Ja, jetzt können wir wieder ein bisschen schneller arbeiten. Aber jetzt können wir auch unter anderem, hoffe ich. Nein, das können wir noch nicht. Motorenfabriken müssen wir uns auch noch drum kümmern, dass wir die auch noch herstellen. Aber als nächstes wollten wir die Brillen machen. Von daher brauchen wir Ziegelsteine. Und da ist gerade unser Problem. Was haben wir hier? Schienen besetzt, warten Sie. Okay. Schienen, die besetzen sich die ganze Zeit. Wir haben halt die ganze Zeit ein Problem, dass halt die Züge sich gegenseitig blockieren. Nicht toll, aber immerhin. Oh, hier fehlt übrigens noch eine Sache zum Ausbauen. Könnten wir das eigentlich auch noch weiter nach links ziehen, oder? Das wäre Maximum. Egal, lassen wir erstmal so. Dann benötigen wir. Bringen wir einmal das Schiff hier rüber. Musste Waren holen. Oh, da haben wir auch nicht mehr viel. Ein Ziegelsteiner. Das ist wirklich halt eine Sache, die produzieren wir allgemein auf allen beiden Inseln gerade nicht so doll. Sollten wir vielleicht uns nochmal drum kümmern. Ich würde halt gerne gucken, dass wir auf die motorisierten Fahrzeuge kommen. Beziehungsweise Schiffe. Plan einfach mal hier jetzt schon einen Hafen noch mit ein. Also halt eine Schiffswerft. Hier weiter hinten stehen wir. Ach ne, die benötigt Strom. Stimmt ja. Wie kriegen wir den Strom hierher? Gibt nur eine Möglichkeit. Hier rüber. Bitte dahin in etwa oder halt hier daneben. Okay, wir müssen dann doch noch mal hier dran arbeiten. Das bleibt hoffentlich in Lager. Man, ihr verschiebt das doch nur, oder? So, einmal hier rum. Ja, wir haben es noch in Lager. Perfekt. Das wollte ich nur wissen. Nämlich, dass hier in die Nähe gebaut werden. Bauen wir nämlich hier irgendwo nochmal ein Kraftwerk hin. Und hier. Hier so. Dann versorgen wir diese wunderschöne Werft mit Strom. Erstmal die Messinghütte wird gebaut. Dadurch kommen wir an Messing. Uns mal darum kümmern, dass wir Messing bekommen, damit wir Brillen herstellen können. Und ab da geht es dann eigentlich nur noch bergauf, hoffentlich. Zumindest an Ingenieuren bekommen wir mehr. Auch mehr Geld von denen. Mehr Geld ist immer gut. Auch wenn wir halt schon viel haben. Mehr ist immer besser. Guck mal, die fahren schon mit kleinen Autos. Cool. Ja, das ist noch ein bisschen altmodisch. Das liegt aber daran, weil die Straße, glaube ich, hier noch altmodisch dahin ist.
Jetzt nicht mehr. A competitor's island withstood an attack. So, dann haben wir nämlich hier schon mal Strom. Haben wir hier Rindfleisch. Fehlt Rindfleisch. Hier fehlt es am Mehl. What brings you here, Master? Und ja, das Mehl braucht ein bisschen lang. Könnten rein theoretisch das hier anbauen. Erstmal brauchen wir noch weitere Arbeiter. Das sehe ich halt als erstes. Das sehe ich doch als erstes. Wir haben so viel Geld. Will ich bei ihr Rechte kaufen? Bitte? Ja, nee. Diese Insel ist es mir nicht wert, so viel Geld auszugeben. No harm in a bit of fun, a bit of filth. Keeps the oil lit when works wane your wick. Wir haben 20% der Insel. Ah, so you want to play that game. Ja, aber auch aus einem anderen Grund. Sie versuchen mir die ganze Zeit, das selber wegzunehmen. Ja, da schickt mir gleich ein Schiff los. Das ist noch nicht so wichtig. Wir wollen jetzt erstmal hier einen Teil. Die Insel kriegt sie nicht. Das muss sie irgendwann kapieren. Ich werde Schritt für Schritt ihre Inseln mir abkaufen. Und wenn ich einen Krieg mit ihr ziehen muss. Das kann nicht sein, dass die so gemein ist und uns auch Inseln einfach so wegnimmt. Wir bekommen übrigens auch 20% des Einkommens schon von dieser Insel. Ist nicht viel. Da die Insel eigentlich ja nichts hat. Die hat einmal eine Kohlemine. Die hat Eisen. Und die hatte noch eine Eisenmine. Also eigentlich ist die Insel gar nicht so geil. Nur ich möchte halt wegen Reparaturkran, Depots, also eigentlich eine kleine süße Insel, die ich haben möchte. Die Insel, die kostet mich ein bisschen mehr, richtig? Arbeiter. Arbeiterstädtchen ist das. Wird hier hauptsächlich produziert. Wir hätten hier Kupfer, Zement, Kohle, Eisen. Uninteressant. Hier hätten wir Öl. Und Öl ist das, was wir eigentlich haben wollen. Was bezahle ich hier? Ja, nee. Das ist mir ein bisschen zu teuer. Bezahle ich hier. Arbeiter ist das Höchste. Na. Nee. Also ich wollte mir eigentlich hier eine Insel von ihr abkaufen, aber sieht nicht danach aus, als ob halt die Inseln, was sie besitzt, bis auf eine, die was überteuert ist, mich interessieren. Bei der Prinzessin hier. Die Insel sieht eigentlich besser aus für mich. Da sie einen Vorteil hat. Sie hat Öl. Und Zement. Und dann könnte ich halt das Öl noch schneller transportieren. Gucken wir mal weiter. Er hätte hier auch Öl. Er ist gleich natürlich teurer. Ich meine, okay. Lass mal einfach erstmal so. Irgendwann wird es noch dazu kommen, dass wir das
irgendwann in Kauf nehmen, warum auch immer die deaktiviert war. Danke sehr. Jetzt geht die. Das funktioniert auch. Wir bekommen Stahl, Beton rein. Und damit ist Stahlbeton gar kein Problem mehr. Was aktuell noch Problem ist, ist halt das Öl reinzubekommen. Oder genügend Öl für Strom. Was eigentlich jetzt noch geht. Aber später brauchen wir ein bisschen mehr. So, Fensterscheiben haben wir wenig. Hoffentlich kriegen wir die noch schneller mal rein. Fensterfabrik, die läuft eigentlich schon. Glas brauche ich halt noch keine weitere Fabrik. Mit dem Fenster sollte eigentlich klappen und eigentlich auch recht schnell gehen. Hier fehlt halt immer noch Mehl. Das nervt mich ein bisschen, weil das ist eine der Ressourcen, was hier benötigt werden. Wir essen. Wird schon hoffentlich schief gehen. Wir gucken einfach mal hier weiter. Damit wir einen Pendler karren. Das ist natürlich nicht schlecht. So kriegen wir mal Arbeiter rübergeschickt. Aktuell noch nicht notwendig. Die Motorenfabrik genauso wenig. Ja, wir müssen so oder so erst einmal hier richtig produzieren. Darum gucken wir auch mal hier drüben hin. Was haben wir hier aktuell? Wir haben auf jeden Fall unser Schiff hier hingebracht, damit wir was abholen können. Vielleicht ein bisschen davon. Das haben wir natürlich nicht. Aber davon haben wir einiges. Und davon holen wir auch einiges ab. Und damit können wir dieses Schiff, so wie es ist, einmal rüberfahren lassen zur anderen Insel. Es hat halt schon Gründe, warum ich halt das gerade so mache. Denkens das Upgraden kostet uns einiges. Guck jetzt mal nach. Wir können ja auch Erweiterungen bauen. Depots. Die Depots würde ich halt dann irgendwie hier bauen oder ja, irgendwo, wo sie nicht im Weg sind, und wäre eigentlich dann hier. Vielleicht so. Unsere Lagerkapazität hat sich aber erhöht, das ist schon mal gut. War schon gerade besorgt, dass es nicht klappt. So, wenn ich das hier hinter bauen würde, passt nicht. Müsste ich die einen nach vorne ziehen. Dann würde es wieder passen. Machen wir halt so einen Komplex. Und ich glaube, das sollte dann erstmal reichen. Ich hoffe, dass es im Kriegsfall nicht wichtig ist, dass sie dastehen. Verlieren wir einiges an Ressourcen, denke ich, oder? Wenn die zerstört sind. Haben wir eigentlich noch einen zweiten Anlegehafen? Ja, hier. Hier hätten wir halt noch einen Anlegehafen. Dann hätten wir es sonst da hinsetzen können. Die ganzen Depots. Aber die setzen wir später vielleicht nochmal um. Wenn es halt wirklich, wirklich, wirklich wichtig wird.
New orders? Kurz vorm Kriegsfall sollte alles passen, hoffe ich. So, unser Schiff kommt gerade an. Wunderbar. So. Einmal alles abgeladen. Genau noch hier. Einmal die ausbauen. Dann haben wir die nämlich auch gebaut. Ab jetzt sparen wir gerade für dieses wunderschöne Werk. Dafür brauchen wir definitiv noch ein bisschen mehr Ressourcen und darum mache ich auch ein bisschen die Zeit schneller. Ja, hier ist fehlende Ware immer noch Mehl. Und das mit Mehl sollten wir unbedingt eigentlich mal lösen. Ich habe auch da eine Lösung, da wir genügend an Weizen eigentlich haben oder Getreide. Fange ich einfach mal an, ganz stumpf hier eine Mühle hinzusetzen. Die hat einen ziemlich kurzen Weg und bekommt halt Strom. Und damit ist eigentlich dieses Problem, was sie vorher hatten, mit dem Mehl aus der Welt geschafft, hoffentlich. Geht halt jetzt richtig industriell hier voran. Mit dem Mehl. Wir müssen jetzt nur genügend Mehl immer holen. Und wie ich sehe, arbeiten die halt noch mit Kutschen. Sehe ich nicht warum. Bestimmt, weil da noch kein Strom ist. Nur in stromreichen Gebieten gibt es sowas. So. Mit den Fenstern würde ich halt auch gerne ein bisschen beschleunigen. Daher habe ich gerade so eine Idee. Hoffe, die geht gut aus. Ja, baue ich mal hier so hin, ein Kraftwerk. In der Hoffnung, dass das alles so klappt, wie ich es mir denke. Im Stromnetz, die bekommen auch mittlerweile hier überall Strom ein bisschen mit rein. Modernisierter jetzt. Ich hoffe, an Öl passt das bei uns. Bleibt stabil. Das Doofe ist, diese eine Ölquelle, die liegt halt genau außerhalb von den Radius. Your people are rioting. Wenn ich das da so hinbaue, etwa so, ja, Bohrturm brauchen wir. Und er bekommt zwei Bohrtürme. Und da sind nämlich da zwei angeschlossen. Und ich glaube, das sollte reichen. Benötigen wir noch ein bisschen Arbeiter. Wir müssen auch noch gleich mal gucken. Es ist irgendwo wieder ein Aufstand. Müssen wir gleich mal drüber gucken. Wo die jetzt schon wieder einen Aufstand anzetteln. Wir haben ja wirklich auch wieder so eine Marktproblemzone, ne? An der Stelle.
Irgendwie haben die immer so ein bisschen das Marktproblem. So, jetzt nicht mehr. Geh von aus. Arbeiter kommen rein. Das ist erfreulich. Wir hatten hier eine Warnung vor einem Aufstand. Natürlich, wer hätte das gedacht? In ein Gebiet, wo es halt noch keine Polizei gibt. Wo ist die Polizei, wenn man sie benötigt? Aufstand natürlich hoch. Wir haben auch noch nicht wirklich was dagegen gemacht, dass sie nicht auf keinen Aufstand machen. Darum kann man eigentlich auch mal gucken, was, wieso. Ach, durch die Zeitung. Okay, durch die Zeitung ist es halt ziemlich in die Höhe gegangen. Das geht ja gar nicht. So. Haben wir nämlich nochmal eine Polizei mehr. Zwischenfall in der Umgebung. So. In der Hoffnung, dass der Aufstand schnell vorbei ist. Und wir in Ruhe leben können. Kann er ein bisschen... Jawohl, kann er. Der kann damit arbeiten. Es fehlt nur noch... Die Rinderfarm, die wird halt mit Strom nicht irgendwie beschleunigt. Natürlich hat er diese Insel gekauft. Haben wir hier Zement, Zimt, Zimt, ne? Zink. Uninteressant für mich. Wie sieht's hier mit dem Aufstand aus? Die Polizei ist im Einsatz. Polizeimäßig müssen wir hier mal ein bisschen mehr ausgeben. Guck mal, die geben uns ein Geschenk, die anderen machen Aufstand. Museumsstück, cool. Vielen lieben Dank dafür. Die Zeit kriegt das schon unter Griff, denke ich. In Griff so. Da brauchen wir uns eigentlich keine Sorgen mehr machen. Dann gehen wir mal wieder hier rüber. Hier haben wir noch ein bisschen gewartet auf... Genau, hier brauchen wir ja aktuell das. Das kann also erstmal schön entspannt arbeiten. Ölmäßig müsste jetzt passen. Da sollte alles klappen, hoffentlich. Von Öl her, wir kriegen zu wenig rein. Ja. Das habe ich mir schon gedacht. Ziemlich wenig Öl. Umso wichtiger wird es, dass wir die Dampfmaschine langsam fertig bekommen. Oder zumindest ist die Fabrik so. So heißt sie ja. Strom sollte sie bekommen. Bekommt sie auch. Dadurch ist sie auch ein bisschen effektiver. Und wir sollten das schneller fertig bekommen. So, was haben wir hier? Genau. Wir können mal eine Expedition starten. Ich schreibe hier kurz ein bisschen langsamer. Und zwar eine zoologische Expedition, würde ich annehmen. Wer hätte da drauf... Ja, nehmen wir die.
Gefechtmäßig ist er auf jeden Fall gut gestückt. Natürlich wird da was wieder angegriffen. Aber das hat uns nicht zu interessieren. Wir nehmen Kohle mit. Navigationsmäßig haben wir nichts. Müssen wir halt aufpassen. Proviant. Ein paar Kartoffeln. Und würde sagen, Expedition starten. In der Hoffnung, dass wir da was Tolles rausbekommen. Does this land belong to your queen? Or may I? Das will sie haben. Was hätten wir hier? Wir hätten Salpeter vorkommen. Da müssen wir mal ganz schnell verlangsamen. Haben wir hier einen Salpeter? Nein. Da hätten wir einen Salpeter. Ach, meine liebe Dame. Sie kriegen das. Ich schenke ihnen diese Insel. Weil sie kann das halt eher gebrauchen als wir. Ich würde die halt nur nehmen, um Salpeter zu bekommen. Das macht keinen Sinn. A competitor raised a settlement. Queen. Natürlich. Ein Depothafen, was als Ruine auf einmal war. Wieder hier ein Aufstand gewesen und die haben es kaputt gemacht, ne? So gehen die mit meinem Eigentum um. Von der Verteidigung her hat das eigentlich auch hier gar nicht gut gehalten. Was der Vorbesitzer gebaut hat. Segelschiffwerft, ich weiß nicht, brauchen wir eigentlich nicht. Ich fühle, es reflektiert die Zeit. Oh ja, hier Zeitung. Dann nehmen wir einfach Knappheit. Nobody would dare challenge your authority. Ja, gut, also Aufstand wird so oder so kommen. Wenn wir das hier und veröffentlichen. Anything else? Then I'll send it out. Möchte hier einmal wechseln. Danke. Und zwar. It's all coming together now. Das kann weg. Dampfschiff werfen. Die können gerne bleiben noch. Noch habe ich da keine andere Verwendung für den Platz. Ich will die jetzt nicht 100% mehr restaurieren. Wir haben es ja gesehen, dass halt beim ersten Mal das ziemlich schnell in die Hose gegangen ist hier. Bei der Insel. Von daher hoffe ich natürlich, dass es bei uns besser aussieht. Jetzt müsste er eigentlich immer alles abliefern können, oder? Zufriedenheit? Ja. Die sind ganz in Ordnung, ja. Ingenieure haben wir einiges. Denkens, brauchen wir denn nachher die Ingenieure? Ja, eigentlich schon, ne? Um das herzustellen. Oder die in Betrieb zu nehmen, so. Das wollte ich sagen. So, Dampfmaschinen natürlich. Können wir auch hier mit hinbauen? Genau neben der Messingfabrik hier. Der Hoffnung, dass es gut ist. So, und wieso wird hier mit einer Karre gefahren? Das geht gar nicht. Ingenieursarbeitskräfte, wir brauchen mehr. Habe ich mir schon gedacht.
Das ist nicht gut. Seife geht uns aus. Uns ist die Seifenproduktion ein bisschen zu knapp hier. Ja, aber ich meine, das kriegen wir eigentlich hoffentlich hin. Wir haben ja übrigens Holzprobleme. Also überall, wo ich hingucke, gerade Probleme. Mal wieder. So. Haben wir denn Schweine? Schweine haben wir. Wir haben kein Talg. Talg ist Mangelware. So, das bedeutet, wir wollen Talg herstellen noch einmal. Irgendwelchen Mitteln. So. Ja, hier brauchen wir unbedingt Holz. Holz ist wirklich Mangelware. Wo wir halt hier eine Holzfällerhütte haben, bauen wir einfach hier noch eine hin. Bauen wir hier. Bauen wir die hier so. Ich glaube, das hat überhaupt gar keinen Einfluss darauf. Was mir auch auffällt, geht es schon wieder an Menschen. Ja. So machen wir das. Man könnte auch noch hier. Bauen wir hier so einen Weg und hier einen Weg. Haben wir eigentlich genügend erstmal wieder, hoffentlich. Und ich hoffe, dass es dann alles jetzt so Schritt für Schritt vorangeht. Guck mal, Mehl kommt rein. So muss das sein. Damit sollte das gar kein Mangelware mehr da sein. Vielleicht machen wir das anders. So. Ja, jetzt müsst ihr erstmal den längsten Weg aller Zeiten nehmen. Fabrik. Und ich sehe auch schon wieder, uns gehen halt die Arbeiter aus. Das ist halt immer wieder so ein Auf und Ab. Gerade. Gerade weil halt hier Seife fehlt, gehen die halt auch runter, ne? So. Da das jetzt beschleunigt wird. Gerade sagen, da das beschleunigt ist, können wir das eigentlich auch beschleunigen. So. Sehe ich halt gerade schon wieder Mangel. Mangel an Menschen. Ah, wir haben es gleich wieder stabilisiert. Gehe von aus. Ein und Sorge. Wir haben eine Krankheit. Natürlich haben wir hier eine Krankheit.
Tada. Ja, die Insel müssen wir noch ein bisschen effektiver bauen. Aber ich glaube, das machen wir alles in der nächsten Folge, würde ich sagen. Das mal ein bisschen umzubauen. Hier haben wir aktuell hoffentlich das mit der Seife geregelt. Sehe ich nämlich hier jetzt gerade, was uns fehlt. Menschen. Mehr davon. Wir finden uns gerade hier Ziegelsteine. Können wir bitte langsam mal Ziegelsteine reinbekommen? Das wäre echt lieb, wenn das reinkommen würde. Eine noch. Ein Ziegelstein. Ja, cool. Bitte. Bitte. Jawohl. Und damit haben wir auch genügend Ingenieure erstmal, dass wir auch die Motorenwerkstatt herstellen können. Oder benutzen können. So, wir haben zu wenig Öl. Aktueller Stand. Bedeutet, wir müssen diese Fabrik deaktivieren. Damit von hier aus Strom kommt. Hoffentlich. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Öl. Da müssen wir uns drum kümmern. Aber ich würde sagen, das soll es dann für diese Folge gewesen sein. Wir nehmen den Auftrag noch an. 16 Glas. Pass auf. Wisst ihr, wie schnell das geht? Gave me a fright. Oh yes. Time the rigging. Yes. Yes. Fertig. So schnell ging das. Gut, ich würde sagen, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich bedanke mich einmal fürs Zuschauen und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.